Er sorgte für volle Sitzreihen. Peter Kruse. Der Unternehmensberater redete auf der Messe Zukunft Personal Mitte September in Köln. Sein Thema? Führung. Seine Botschaft? Führung ist angegriffen. Managerseminare-Chefredakteurin Nicole Bussmann traf den Quer- und Vordenker zum Gespräch über die Herausforderungen für Führung. Herr Kruse, warum ist das Thema Führung derzeit so virulent? Das liegt einfach daran, dass wir, wenn man mit dem Imperator bei Star Wars reden würde, ich spüre eine starke Erschütterung der Macht. Wir haben eine Situation, wo wir die Rahmenbedingungen für Führung gesellschaftlich gewaltig geändert haben. Man muss sich das einfach klar machen. Wir haben auf der einen Seite globalisiert. Das war schon mal ein sehr starkes Erweitern aller Kontexte mit Global Sourcing und allem, was dazugehört. Dann haben wir aber, und das war der eigentliche Teil, mit dem Internet und insbesondere mit den Social Media eine völlig neue Vernetzungsdichte erzeugt. Das heißt, wir sind hingegangen, haben ein System erzeugt, in dem wir eine maximale Zahl von Beteiligten haben, in dem wir viel Spontanaktivität haben, eine hohe Vernetzungsdichte. Und wann immer Sie solche Systeme erzeugen, können Sie sicher sagen, diese Systeme haben eine Tendenz zur Nichtlinearität. Die schaukeln sich auf. Das heißt, wir haben plötzlich eine Situation, wo Dinge passieren, die ich nicht vorhersagen kann. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, nicht? Wenn Führung sich darüber normalerweise definiert, Vorhersagen zu machen, Angaben zu machen, zu sagen, da geht's hin, tu das, lass jenes, dann wird das sehr, sehr schwer, wenn ich selber die Komplexität, die entsteht, nicht mehr überblicke. Und da rutschen wir sozusagen auf Führungsseite in eine mehrfache Herausforderung. Die erste Herausforderung ist, wenn man so will, eine Art Komplexitätsfalle. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein System, das immer mehr Komplexität erzeugt und auf der anderen Seite einen immer geringeren Planungshorizont. Wir können immer weniger genau sagen, was passieren wird. Und wenn diese Schere zu weit auseinander geht, dann spüren alle Beteiligten, dass Führung nicht mehr richtunggebend ist. Und damit geraten wir ein ziemliches Legitimationsproblem rein. Wir müssen plötzlich erklären, warum kriege ich eigentlich mehr Geld als du? Wenn du mich fragst, wo geht die Reise hin, sage ich auch, ja, müssen wir mal gucken, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Und weil das so ist, dass wir mit dieser Komplexitätsfalle umgehen müssen, ist dann gleich das Zweite passiert. Wir haben gelernt, die individuelle Intuition und das individuelle Wissen reichen nicht mehr. Die Vordenker sind nicht wirklich der gefragte Teil. Wir müssen sozusagen immer gemeinschaftlich erstmal herausfinden, um was geht es hier und wo geht die Reise hin. Und dafür nutzt man dann wieder Netze. Also weil wir auf der einen Seite eine vernetzte Welt haben, müssen wir uns, um Antworten zu geben, immer mehr vernetzen. Und damit erzeugen wir natürlich noch mehr Komplexität. Und die Netzwerke haben zudem die Eigenschaft, die Macht zu übernehmen. In einem Netzwerk ist nicht derjenige, der etwas gibt, der Sender, sozusagen bedeutungsvoll, sondern der, der empfängt. Es ist immer der Nachfrager, der entscheidet, was wichtig ist. Das heißt, in Netzwerken haben wir die zweite große Herausforderung für Führung, eine Machtverschiebung. Die Macht verschiebt sich sozusagen vom Anbieter auf den Nachfrager. Das war im Markt schon ziemlich schwer zu ertragen und das ist intern genauso schwer zu ertragen. Also Führung ist in diesem Sinne angegriffen. Und das ist dann der dritte Teil, der als Herausforderung im Raum steht. Wir haben eine Situation, in der wir alleine eben nicht nur intellektuell, sondern auch fachlich, sachlich nicht mehr klarkommen. Wir müssen kooperieren. Und wenn wir diese Kooperationen in den Netzwerken immer weiter betreiben, dann lösen wir insbesondere bei vertikaler Kooperation sehr schnell die Firmengrenzen auf. Oder bei horizontaler Kooperation die Strukturgrenzen. Irgendwelche Abteilungen arbeiten miteinander. Es finden ganz andere Dinge da plötzlich statt. Und an dem Punkt stellt sich dann die Frage, was ist der identitätsstiftende Systemrahmen? Ist das tatsächlich noch das Unternehmen? Ist das noch meine Führungskraft? Hole ich mir meine Identität daraus, dass ich sage, ich arbeite bei dir oder ich arbeite in diesem Unternehmen? Oder hole ich mir meine Identität nicht vielmehr aus der Frage, warum arbeite ich? Was ist der Sinnzusammenhang, in dem ich arbeite? Bin ich nicht viel mehr in Netzwerkstrukturen als in Unternehmen? Und damit haben wir ein dreifaches Problem für Führung. Und wie gehen Ihrer Erfahrung nach Führungskräfte damit um, mit diesen Herausforderungen? Spüren Sie die überhaupt? Oh, ich glaube, also das zumindest kann man sagen. Spüren tun das alle. Und wenn man dort ehrlich zusammensitzt, kommen durchaus auch mal so Aussagen, ich weiß nicht, ob unser Geschäftsmodell noch funktioniert. Nehmen wir den Bereich Telekommunikation, sehr faszinierend. Da erfindet irgendjemand irgendwo im Silicon Valley eine Möglichkeit wie WhatsApp. Ich kann plötzlich die SMS über eine Internetplattform für umsonst. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Angriff auf das Geschäftsmodell ist, wenn man damit viele Jahre lang viel Geld verdient hat und dann brechen plötzlich Geschäftsmodelle weg, die man so sicher gesehen hat. Und so geht das eigentlich dauernd. Nicht? Dass die Leute werden, wenn sie gefragt werden, sagen sie heute das und morgen das. Und wenn man die dann in einem ehrlichen Gespräch vor sich hat, merkt man auch richtig, wie sie das selber irritiert, dass sie an dem Punkt
offen sind mit der Aussage, naja, so richtig wissen, wo die Reise hingeht. Bei aller strategischen Planung, bei allem, was wir da tun, so richtig wissen wir es nicht. Und der Boden vibriert schon sehr stark. Dann ist nur immer die Frage, wie geht man mit den Erwartungshaltungen um, die einem entgegengebracht werden. Diese Art von stabilisierender Führung ist ja nicht immer nur ein Problem dessen, der führt, sondern häufig auch ein Problem dessen, der geführt werden will. Das heißt, die Anforderung kommt dann bottom-up, sag mir doch bitte, wo es lang geht. Und das häufig auch noch in so einer Art unheiliger Allianz. Ich weiß genau, dass du es mir nicht sagen kannst, aber ich trigger dich damit, sag's mir doch. Vielleicht auch, um dich dann bei dem Fehler zu erwischen und mal ganz böse zu sein auf Führung und heftig Bashing machen zu können. Genau, Führungskräfte-Bashing ist ein gutes Stichwort. Man hat ja derzeit das Gefühl, dass gerade in der Öffentlichkeit sehr stark auf den Führungskräften herumgeritten wird. Ist das berechtigt? Ja, sagen wir mal so, wir haben eine ganze Phase, eine Zeit hinter uns, in der Effizienzerhöhung das große Thema von Führung war. Das heißt, wir haben in stabilen Situationen das Optimum herausgeholt. Und in dieser Phase hat Führung einen sehr stark strukturierenden Auftrag und da das dann auch sehr erfolgreich gewesen ist, auch sehr viel verdient. Und jetzt sind wir in der Situation, dass genau dieser Horizont ins Wanken gerät. Es geht nicht mehr nur um Effizienzerhöhung, es geht um Innovation. Anderes Thema. Und jetzt plötzlich steht man dann da und sagt, naja, also wenn du dann nicht in der Lage bist, mir die Zukunft richtig zu beschreiben oder mir zu sagen, wo die Reise hingeht, wieso verdienst du denn bitte so viel? Und dann kommen solche Dinge heraus, wie eben in der Schweiz, 1:12. Man denkt darüber nach, ob man vielleicht sogar ein Volksbegehren macht, um die Gehälter zu limitieren. Da merkt man eigentlich, wie angesäuert das Verhältnis inzwischen ist, was aber bitteschön nichts mit persönlichem Bashing zu tun hat, sondern einfach mit einer Änderung im System. Das heißt, wir stehen vor etwas, wo man sagen kann, das hat durchaus die Charakteristik eines Prozessmusterwechsels. Das ist sozusagen ein Paradigmenwechsel. Da geht es ums grundsätzlich Neue. Und das ist eine Systemfrage und nicht eine Frage von persönlicher Fähigkeit oder Unfähigkeit. Trotz allem müssen ja die Führungskräfte auch persönlich reagieren, also auf die Mitarbeiter, die jetzt geführt werden wollen. Und die ihnen vielleicht ja auch, also die müssen ja auch damit umgehen, dass sie merken, dass sie Macht verlieren, beispielsweise durch die Netzwerke. Wie ist da Ihre Beobachtung? Wie empfinden Führungskräfte das? Ich glaube, die haben intuitiv schon den richtigen Weg. Sie gehen sehr stark auf das Thema Personal Coaching. Das heißt, sie bieten eine Beziehung an und sie gehen sehr stark auf das Thema Kultur, auf die Vereinbarung von stabilisierenden Wertemustern. Wenn schon das operative Doing nicht mehr stabil macht, dann wenigstens die Werteebene. Das heißt, ich gehe auf die Ebene einer Resonanzattraktivität. Ich kann nicht dir etwas anbieten, was für dich sozusagen attraktiv genug ist, um mir deine Arbeit zuzuordnen. Und auf diese Ebene geht man dann als Führung. Das wird als Zwischenlösung auch reichen. Ob es als Dauerlösung dann letztlich reicht, ist eine andere Frage, weil sich die Leute auf Dauer doch eben aus diesem Identitätskontext Unternehmen vielleicht ein bisschen verabschieden. Aber Führung über Werte ist ja eigentlich nicht leichter als Führung über Kontrolle und Anweisung. Was kommt da auf die Führungskräfte zu? Ja, es ist ein bisschen schwieriger, weil wir sind hier bei den Intangibles, also bei den schwer zu berührenden Dingen. Das können Sie nicht wie einen Hebel umlegen in die eine oder andere Richtung. Werte sind immer ein Diskursprozess. Dummerweise, und das ist vielleicht die Schwierigkeit, Sie können es auch nicht delegieren an die Kommunikationsabteilung. Also Sie können nicht sagen, schreiben Sie mal auf, weil es ist nicht der aufgeschriebene Wert, der am Ende zählt, sondern es ist der Diskurs über den Wert, der zählt. Kulturen müssen immer wieder neu entstehen. Kulturen sind ein Lebewesen und kein Stein. Ich kann nicht einen Stein hinlegen und sagen, das ist jetzt meine Kultur. Kultur ist ein Aushandlungsprozess zwischen Menschen. Wir brauchen die Kultur, um synchronisationsfähig zu sein. Aber wir müssen sie immer wieder ins Leben bringen. Also über Werte kann man nicht in definiertem Sinne steuern. Sie können über Werte nur arbeiten, wenn Sie einen glaubhaften Aushandlungsprozess miteinander machen. Und da müssen Sie auch damit leben, dass sich die Dinge ändern. Also Sie können es nicht in Stein meißeln, dann wären Sie Religionsgründer und brauchen ganz andere Prinzipien.